Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem AIM Production Kanal. Du hast vielleicht das ein oder andere Video schon auf unserem YouTube-Kanal gesehen und ich möchte dich jetzt mit hinter die Kulissen nehmen von unserem aktuellen YouTube-Studio-Setup. Hier entstehen alle unsere Videos und du siehst es hier schon im Hintergrund, das ist sozusagen unser Aufbau. Und vor allem interessant finde ich das Licht und deshalb starten wir direkt damit auch mal rein. Und die größte Lichtquelle hier ist unser Lightdome 2 mit dem Aperture 120D Mark II. Und das ist wirklich unser Keylight, das hält mich richtig schön von der linken Seite auf, ist eine schön große, weiche Lichtquelle, die einfach hier wirklich ein tolles Licht wirft. Das nächste ist dieses Licht hier drüben, das ist eine kleine Softbox von Valimax und die sorgt dafür, dass unser Keylight, das wirft ja ein paar Schatten und dass diese Schatten nicht so stark sind, dafür sorgt dieses Fiddlelight hier, denn das hält mich dann quasi von der rechten Seite nochmal auf und sorgt damit dafür, dass ich auch auf der rechten Seite einigermaßen gut ausgeleuchtet bin. Aber so ein bisschen Schatten will man ja haben, um diese Konturen dann auch zu sehen. Und das Letzte, was wir hier hinten auch noch haben, ist sozusagen unser Rimlight. Und dieses Rimlight, das sorgt dafür, wenn ich mich hier hinsetze, dass ich so ein bisschen so ein Glow bekomme. Denn der Unterschied zwischen unserem Light, unserem Keylight, unserem Fiddlelight hier vorne und dem Rimlight ist vor allem die Farbtemperatur. Das heißt, hier haben wir ein ganz warmes Licht. Und das sorgt dann dafür, dass ich so ein bisschen so ein Glow bekomme und mich vor allem gut vom Hintergrund absetzen kann. Und dann haben wir noch ein bisschen verrücktes Licht hier und zwar nochmal so eine Softbox, die aber gar keinen Diffusion vorne dran hat und die scheint irgendwie auch in die falsche Richtung. Aber es sorgt damit dafür, dass so ein bisschen Licht hier auf den Tisch abstrahlt. Und das wiederum sieht dann auf dem Bild besser aus, weil wir dann den Tisch mehr vom Hintergrund separiert bekommen. Wenn der Tisch nicht so hell wäre durch diese Softbox, hier, dann würde der Tisch quasi viel zu stark im Hintergrund versinken. Und da schaffen wir es einfach, hier nochmal Licht drauf zu bringen und damit den Tisch vom Hintergrund auch wieder zu separieren. Genauso wie wir versuchen, mich zu separieren. Mit diesem Rimlight ist das sozusagen so ein bisschen das Rimlight für den Tisch. Aber jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar der Kamera. Wir haben hier vorne jetzt die C100 Mark II stehen. Das ist eigentlich unser Arbeitstier für fast alle unsere Projekte. Und hier haben wir sie jetzt auch im Studio im Einsatz. Und da ist das Sigma 35 bis 18 mm drauf. Hier arbeiten wir vor allem auf 35 mm. Die maximale Offenblende von diesem Objektiv ist eine 1,8er, aber wir haben gemerkt, okay, im Studiobetrieb ist eigentlich eine 1,8er nicht so ganz so, gerade wenn jemand irgendwie vorn dran sitzt und sich auch ein bisschen bewegt, manchmal nehme ich eine Stunde hier mehrere Videos hintereinander auf, da sitze ich nicht immer ganz wieder auf der gleichen Position und dementsprechend filmen wir hier oft irgendwie mit einer 2er oder mit einer 2,5er oder so Blende, damit ich nicht eben aus diesem Schärfebereich, der schon sehr, sehr eng ist, bei einer 1,8er Blende dann rauskomme. Und der nächste Punkt ist, dass wir hier unser Bild bewachen sozusagen oder überwachen mit dem Lilliput Monitor. Das ist ein 7 Zoll Monitor mit Full HD Screen, der relativ günstig zu haben ist und zudem habe ich auch schon mal ein Video produziert und ich finde es echt super, dass man für so kleines Geld in Anführungszeichen hier jetzt einen guten Vorschau-Monitor hat, wo man einfach in Full HD auf 7 Zoll das Bild begutachten kann und dadurch einfach einen viel besseren Eindruck bekommt als auf diesem kleinen Screen hier. Und des Weiteren, wenn man einfach weiter weg sitzt, kann ich mir ja den Monitor hier dann auch umdrehen und dann sehe ich auch ganz gut, wie bin ich jetzt im Bild, habe ich mich zu sehr aufgesetzt oder ist das MacBook quasi noch drinne oder nicht, das kann ich dann von der Ferne hier ganz gut beurteilen. Das ist sozusagen die Kamera und als nächstes gehe ich jetzt mal auf den Ton ein und der Ton ist natürlich auch super wichtig. In dem Fall haben wir jetzt die Sennheiser AVX Funkstrecke hier oben dran. Das ist der Empfänger, hier vorne ist der Sender. Hier liegt auch schon das Mikrofon parat. Hier, das ist sozusagen das, was bei mir angesteckt ist, was jetzt auch in dem Fall bei mir hier auch oben angesteckt ist. Hier ist das Ganze quasi nochmal und da bin ich dann sozusagen verkabelt und wir nehmen den Ton direkt in der Kamera auf, in einer sehr, sehr hohen Qualität und das macht einfach Spaß, hier damit zu arbeiten. Ansonsten, was ich auch immer wieder gefragt werde, obwohl ich schon einige Videos dazu gemacht habe, was haben wir für einen Hintergrund? Es ist ein Molton-Hintergrund, ein schwarzer Molton, wie man normalerweise von Bühnen oder so kennt, habe ich auch, wie gesagt, schon ein Video zu gemacht, verlinke ich dir hier. Das ist einfach in der Praxis einfacher damit zu arbeiten, als mit einem Greenscreen, der immer perfekt ausgeleuchtet werden muss, nochmal extra Lampen hinten dran und so weiter. Das ist einfacher, wenn man einen schwarzen Hintergrund haben möchte, einfach schon mal einen schwarzen Molton zu nehmen.
Und der nächste Punkt oder fast schon letzte Punkt ist, wenn man so einen großen Raum hat, dann hallt es natürlich auch. Und jetzt in dem Video hallt es wahrscheinlich auch viel mehr als sonst in meinen Videos. Denn wir haben hier die Klangwände so ein bisschen zur Seite gestellt, damit wir hier einfach auch ein bisschen Platz haben, was zu zeigen. Die stehen normalerweise viel näher dran und sie absorbieren einfach den Klang. Das heißt, wenn ich hier rangehe, dann wirst du jetzt schon einen deutlichen Unterschied spüren in dem Hall von dem Ton. Jetzt gehe ich mal ein bisschen hier rüber. Das wird ein deutlicher Unterschied sein, wenn ich hier rangehe. Und das hilft natürlich, dass wir hier diesen Hall-Effekt nicht haben, obwohl wir so im großen Raum sind. Deshalb haben wir drei von den Dingern hier rumstehen, die einfach für ein bisschen direkteren Klang sorgen. Zum Tisch würde ich gerne noch zum Abschluss hier quasi kommen, denn warum haben wir so eine komische, lustige Konstruktion? Das ist eine IKEA-Tischplatte, die wir geschenkt bekommen haben über eBay Kleinanzeigen. Und unten drunter ist quasi so ein alter Küchentisch. Ich glaube, den haben meine Eltern mit dem Haus mitgekauft oder so. Der stand hier auf jeden Fall schon ewig rum. Und so haben wir natürlich eine Platte auf einer Platte, die man ganz gut verschieben kann. Und das hilft uns ungemein in den Video-Setups. Denn wenn der Tisch nicht richtig steht, müssen wir nicht kleine Details vornehmen, indem wir den ganzen Tisch anheben und irgendwie anders positionieren, sondern wir können Details anpassen, indem wir einfach die Tischplatte ein bisschen verschieben. Und das sieht vielleicht so jetzt vom Look her für ein Studio nicht so cool aus, aber es ist ungemein praktisch. Und dementsprechend bleiben wir hier bei diesem Setup, alter Küchentisch mit so einer IKEA-Tischplatte drauf. Das war's jetzt aber hier mit diesem Video. Ich hoffe, der Einblick hat dir gefallen hinter die Kulissen von unseren YouTube-Videos. Und ich würde mich freuen, wenn du eine positive Bewertung auf diesem Video hier dalässt. Wenn du Fragen zu irgendwelchem Equipment und so weiter hast, pack's gerne unten in die Beschreibung und abonniere hier den YouTube-Channel für weitere Videos rund um das Thema Videoproduktion. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!